Guten Abend, danke schön. Guten Abend, meine Damen. Vielen Dank, Fräulein der Capo. Jawohl, vielen Dank. Danke. Wir haben ja in diesem Land ein riesiges Problem, weil die Hauptdiskussion, die gerade abläuft, ist über Frauenkleider. Das ist unser grösstes Problem, Burka. Also, man redet ja über Burka, wenn es ums Tragen von Atomwaffen geht, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Es ist eigentlich komisch, dass man jetzt von einem Moralzerfall redet, wenn sich Frauen anlegen, statt abziehen. Nicht? Aber ich selber finde die Burka ganz praktisch. Ich brauche sie als Fumoir. Michael, es ist glaube ich, gut mit der Burka, oder? Man hat es jetzt gesehen, kannst du sie abziehen. Gut, wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben... Mike, du siehst so etwas anders aus. Was ist los? Ist dir nicht gut, oder was ist los? Nein, nein, das ist der Markus Wittmer, das ist mein Doppelgänger. Du, danke vielmals, Markus. Guten Gott. Hallo, seht doch aus wie mir. Gut, voilà. Danke vielmals. Hey. Mein Doppelgänger. Markus, warte schnell. Komm mal gleich. Ich habe eine Frage. Ich weiss nicht mehr, was haben wir für die Sendung vom 30. Mai abgemacht? Mach ich die oder du? Du, okay. Gut, bis gleich. Ciao, Markus. Merci vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Die grossen Sieger von der letzten Wahlen sind ja die Grünliberalen unter ihrem attraktiven Präsidenten Martin Bäumli. Ich habe jetzt gerade die Gelegenheit, mich kurz mit dem Herrn Bäumli zu unterhalten. Ich habe ihn nämlich auch gewählt, weil wir zwei ja eine ähnliche Frisur haben. Herr Bäumli, stört das Sie, wenn wir jetzt kurz über unsere beiden geilen Bürstenschnittfrisuren reden? Nein. Mich auch nicht. Dann haben die von den Grünliberalen also keine Angst, dass wir beide uns frisurenmäßig konkurrenzieren können. Wenn es eine gemeinsame Chance gibt, wo beide können profitieren und unsere Chance in höher einschätzen, dann auch muss man relativ offen sein. Ja, finanzpolitisch sind sie ja nicht so offen. Oder um es mal so zu sagen, ein scharfer Hund. Weil ja die einzelnen Borsten regelmäßig gestutzt werden, zahlen sie einiges für die Waffe. Wie sieht eigentlich Ihr persönliches Haarschnittbudget aus? Grundsätzlich wird mal gerechnet und nochmal gerechnet. Und ich mache jetzt das seit über 30 Jahren mit einem Excel-Sheet, der recht gut verhält. Ja, ich habe jetzt aber gehört, Sie verlangen jetzt praktisch als Corporate Identity von all Ihren Parteimitgliedern, inklusive der Vereinigten, dass sie sich Bürstenschnittfrisuren schneiden lassen. Wann soll das so weit sein? Noch vor der Bundesratswahl? Wir brauchen mehr Zeit, wir müssen das finanzieren können, wir müssen das als Chance packen. Und darum bin ich bereit, da pragmatisch vorwärts zu schauen, was möglich ist und was wir wollen umsetzen. Umsetzen viel effizienter wäre doch nicht zuletzt für das Coiffeurgewerbe. Sie würden sofort alle zum Haarschneiden schicken. Aber Sie können nicht von heute auf morgen das Gewerbe überbelasten. Das muss die nächsten 30, 40 Jahre immer wieder Arbeit haben, damit wir es auch mit Schweizer Qualität können, tatsächlich umsetzen können. Haben Sie persönlich dann keine Angst, Sie könnten mal so eine sozialdemokratische Daniel Josic-Glatzen überkommen? Nein, überhaupt nicht. Oder würden Sie vielleicht mal die Haare wachsen lassen bis zu einem Oskar Freisinger Rossschwanz? Vielleicht irgendwann. Oder sich ein breiteres Stirn schneiden? Die Verbreitung wird in den nächsten Jahren kommen. Eben doch, habe ich es vermutet. Auch bei anderen Politikern spielt die Frisur eine grosse Rolle. Gerade Evelyn Wiedmer-Schlumpf hat jetzt ja vor der Bundesratswahl doch ihre Frisur ein bisschen modernisiert. Ihre Meinung dazu? Sie ist ein rechtes Risiko eingegangen. Sie hat das sehr wohl überlegt. Und meine Einschätzung ist, der Entscheid ist richtig gewesen. Und den haben wir auch voll mitzutragen. Auch wenn er noch könnte härtere Konsequenzen haben in der Zukunft. Herr Bäumli, was meinen Sie? Ist das ein faires und ein wichtiges Gespräch, das wir hier geführt haben? Ich bin der Meinung, nein. Völlig einverstanden. Trotzdem danke für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, schönen guten Tag, mein Sattel. Ein Atomkraftwerk erzeugt viel Energie. Vor allem, wenn es kaputt geht. Da geht ein Energieschub um die ganze Welt. Einige Parteien werden dadurch richtig angetrieben. Dafür geht anderen die Puste aus. Das ist so bei Wechselstrom. Da sind nicht immer die gleichen dran. Aber überall wird die freigesetzte Energie in Denkarbeit investiert. Dabei finden unsere Parteien heraus, dass sie schon immer gegen Atomstrom waren. Es ist ein Rätsel, wo die AKWs alle herkommen. Die wollte gar niemand. Wenn wir den erwischen, der uns die Dinger hingestellt hat. Unsere Parteien lernen wir jedenfalls neu kennen. Da gibt es die Grünen, die Grünliberalen, die Grünsozialen, die Grünfreisinnigen, die Grünbürgerlichen, die Grünchristlichen und die Volksgrünen haben die Solarenergie immerhin im Logo. Wir sind eine Ökonation. Die AKWs sind eher als Brauchtum zu verstehen. Was würde der Heimatschutz sagen, wenn wir das hübsche Ortsbild von Niedergösgen so drastisch verändern würden? Zudem setzt sich die Schweiz aus humanitärer Tradition für die Kleinsten ein. Diese armen Atömli können ja nichts dafür. Aber für erneuerbare Energien sind jetzt alle, außer wenn sie Staumauern, Windräder oder Solarpanels benötigen.
Die CO2-Abgabe, die ganze Diskussion ist ja relativ umstritten in der Schweiz, ist ja im Parlament verhandelt worden, ist sehr kompliziert. Und in solchen Moment ist man einmal wieder froh ums Fernsehen. Hast du die Arena gesehen vor 14 Tagen? Dort ist endlich mal genau erklärt worden, wie das ist mit dem CO2. Sie kostet ganz klar mehr. Und jetzt ist es ja interessant. Jetzt muss ich noch schnell auf ihn reagieren. Der Herr Janz hat noch gesagt, hier dürfen zwei Argumente kommen. Mike, was oder wer wählst du? Ich wähle ein SRG, oder? Ich tue ein bisschen panaschieren zwischen links, schwul und retro-romanisch. Und du, was wählst du? Ah, ich bin natürlich ein bisschen wissenschaftlicher an das angegangen und ich wollte untersuchen, welche Parteien, was entspricht mir am meisten. Und das kann man ja mit Smartvote kann man ja das machen. Ich kann den sogenannten Spider erstellen lassen, oder, wo man dann ganz genau sieht, wo man politisch steht. Und ich muss sagen, ich kann das machen lassen. Es hat exakt mir entsprochen. Exakt. Dann hat der Bundesrat Ueli Maurer diese Woche bekannt gegeben, welchen Kampfjet die Schweiz kaufen will. Und zwar das schwedische Modell Gripen, das von der Firma Saab hergestellt wird. Ich habe zwar für die Schweizer Alpen Subaru besser gefunden, aber egal. Ja. In Fachkreisen nennt man das Flugzeug auch IKEA-Bomber. Schwedisches Modell, natürlich gibt es einen Plan dazu, wie man es zusammenbauen kann. Oder? Das muss man natürlich auch haben. Das ist klar. Das macht es auch etwas günstiger. Der Ueli Maurer hat eine grosse Faszination für Schweden. Oder? Und wie das Ganze abgelaufen ist, er hat ja zuerst fast ein bisschen vor dem Parlament betteln müssen. Aber das Parlament hat gesagt: Wir müssen zuerst das Volk fragen. Und dann hat der Ueli Maurer gesagt: Das gibt mir's. Aber am Schluss hat ihm das Parlament gegeben, was er wollte. Und dann ist der Ueli an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt: Es war eine klasse Wahlsendung. Also wirklich, und auch dort, wenn ihr jetzt da auch ein tolles Publikum habt, sie dort gehabt. Ein engagiertes Publikum. Wir können vielleicht das Publikum gerade mal schnell anschauen. Es war da gewesen bei einem Interview vom Arbeitgeberpräsident Daum. Jetzt kommt sie. Also hinten kommt das Publikum hier und ist sehr aktiv. Ja. Wobei, ich kann ja nicht verstehen, dass so etwas passieren kann. Ich meine, das jetzt. Darf nicht passieren. Das darf so etwas doch nicht passieren. Was sind das für Moderatoren, die das nicht merken, dass hinten dran einer steht? Also, sorry. Nein. Guten Abend miteinander, Ui Hans-Peter. Heutiges Thema: die Einheits-Kajankenkasse. Oder die üblichen Kajankenkassen. Die haben da untereinander teuren Wettbewerb wegen der Jungen und gesungen. Gut, der ist jetzt kein gutes Beispiel, hat auch keine Extrajemitäten mehr, wäre also mehr ein Fall für die Zuwa. Und das ist ja schon eine Einheitskasse. Beim Bui aufs Unfall, da gibt es keinen Wettbewerb. Da Leute dem keine Knochen auf Jagd, wollen nicht mal bei uns einen Unfall machen. Gibt nur die Zuwa. Jetzt bei den Konkurrierenden, da geht es um das Wohl des Patienten. Machen wir mal eine Auslegeordnung. Der Patient hat in der Regel ein Hirn und mit dem rechnet er sich die günstigste Prämien aus. Nein, wenn er die Zahl vor sich sieht, macht er einen 50er und das belastet die Lunge. Selbst als Nicht-Jojochi bringt ihm das nicht viel. Darum nimmt er sofort einen Schnaps und das schlägt ihm auf die Leber. Und wir sehen hier, die ist bereits pickelhart. Wenigstens beruhigt der Schnaps die Magenerven. Da kann es da innen wegen der höheren Kajankenkasse bei ihm gucken und mooien, wie es will. Der Patient spürt nichts. Das Geschlöder hier in der Mitte hat auch irgendeine Funktion, ist aber kompliziert. Also wenn du hier Lampen hast, musst du mindestens halb bei ihrer Farbe versichert sein. Dann da geht smocken, da hier, das ist das Gedeime, oder? Nahjojojungs und Flüssigkeitsresorption. Chemisch hochkompliziert, da kommst du also mit Globuli nicht weit.
Die Kügel sind vielleicht modischer als eure richtige Tabletten, aber ich bin in eurer Medizin. Da musst du nicht auf die Össe schauen. Wenn du hier einen Schadensfall hast, müssen sie dann mit dem Jüschmesser das einjecken. Jetzt könnte man ja meinen, der medizinische Aspekt, der sei in der ganzen Schweiz gleich. Also bei eurer Jämie. Ist eben nicht so. Zum Beispiel beim Herz. Haben wir hier eine mörderische Konkurrenz zwischen Zürich und Bern? Oder? Die einen figurieren hier kostenintensiv am Zeug herum und die anderen ersetzen es mit einem Waschmaschinenmotor. Darum eben die Idee von der Einheitskasse, dass man den Kanton ein einheizen kann. Weil ein Spital zuzumachen, das nicht mehr rendiert, das traut sich auf der ganzen Welt kein Regierungsrat. Für das fehlt ihnen eben ein bisschen. Zurückgehen, ja. Fertig. Und dann haben wir natürlich eine schöne Meldung, die unser eigenes Unternehmen betrifft. Ich sage nur Hello! Der Rosi Sawinski ist wieder bei uns da mit einer neuen Sendung, wo er wird talken mit einem Gast. Und wir haben bereits schon Signet von dieser Sendung. Das ist der Titel das der ist neuen Sendung. Das ist nicht der Titel Ihrer neuen Sendung. Nicht? Was? Haben Sie uns hier gelernt? Nein, das ist ein Fake. Wie heisst denn die Sendung? Seine Sendung heisst Sawinski. Was? Ja. Nein, also ehrlich, nein. Was für ein Ego muss man haben? Wie aufgeblasen. Also, dass man... Nein, Moment. Unglaublich. Also, sowas von Egozentrismus, sowas von Narzissmus, dass man die eigene Sendung mit seinem eigenen Namen benennt. Also, beruhigen. Hä? Ah ja, okay. Wir haben den Roger Sawinski beim Besuch bei seinem künftigen Arbeitgeber begleitet. Hallo, Rosi Sawinski. Und das ist mein neuer Arbeitgeber. Und da haben alle Freude, dass ich nach 40 Jahren wieder arbeiten komme. Das ist für die Sicherheit, damit da niemand ihr kann. Immer noch ein Polizei. Hallo, ich bin Rosi Sawinski. Lass mich bitte hier. Hallo, hallo. Oh, ja, Elektronik. Finde ich gut. Das ist die Kantine von meinem neuen Sender. Rosi Sawinski, neuer Mitarbeiter. Freut mich sehr. Wie war das Essen? Gut? Wunderbar. Er hat die Ravioli gegessen, die ich vor 40 Jahren untersucht habe. Hallo, Rosi Sawinski. Hey, Sie wollen jetzt das Menü. Selbstverständlich. Yeah, you can get it if you really want. Yeah. Das Biechermüsli habe ich vor 40 Jahren im Kassensturz untersucht. Und es hat hier schon Salmonellen drin gehabt. Finde ich gut. Hallo, Rosi Sawinski. Ja, geht's aber erst Sawinski. Ihr habt hier eine Kasse, he? Ja, ja. Vom Kassensturz. Die Kasse habe ich erfunden. Nächsten Sommer habe ich eine Sendung am Montag. Jeden Montagabend. Montag ist Tag Nummer 1 der Woche. Number 1 ist für mich. Das ist das WC vom Monopol-Sender, SF. Hallo, Rosi Sawinski. Mein Büro ist im ersten Stock. Büro Number 1. Eigentlich hätte ich gerne mein Büro im 24. Stock. Mit der Telefonnummer 24, 24, 24, 24. Aber leider hat das Haus nur 12 Stück. Aber 12 ist die Hälfte von 24. Der Parkplatz ist jetzt noch am Rudi Matter. Wer weiß, wie lange? Meine Schweiz, mein Fernsehen, mein Monopol. Finde ich gut. Die FIFA-Ethikkommission hat heute getagt und hat nachher beschlossen, dass der Herr Hammam und der Herr Jack Warner einmal auf Verdacht suspendiert werden. Das heisst, es bleibt als einziger Kandidat nur noch der Sepp Blatter. Und ich muss sagen, ja, lachen Sie da nicht. Lachen Sie bitte. Ich finde es eine Respektlosigkeit. Am Sepp Blatter gegenüber, dass er sich überhaupt noch muss an eine Wiederwahl stellen muss. Das finde ich eine absolute Respektlosigkeit. Er, der diese Organisation umgebracht hat, den Weltfußball gefördert hat, er, der den gemeinnützigen Verein so top führt, gerade heute, in dieser heutigen Zeit, wo man durch die Freiwilligenarbeit in den Verein wieder mehr ist. Okay. Victor? Ja, ich muss. Ja, bitte sehr, ich kann eine Sommerpause nach, ich muss den Wohnungszins auch zahlen, Mike. Echt? Halbe? Ja, kannst die Hälfte haben.
Also, gut. Also der Sepp Blatter hat das Herz am rechten Fleck, muss man sagen. Man kann sie nicht total verbessern, aber mach doch diese Welt, make the world a better place. Also er ist, wenn ich ihn richtig verstehe, für eine Butterwelt, oder? Ja, das ist für... Mehr Butter. Für eine Walliser Alpenbutter, die wir in der ganzen Welt verkaufen. Butterwelt. Es gibt jetzt ja auch einen neuen Namen bei der UBS. Nach dem Rückzug von Herrn Grübel hat es jetzt ja einen neuen Chef dort, der heisst Ermotti. Komm jetzt, Ermotti. Und er hat... Immer gegen die Tessiner, finde ich nicht. Wieso? Er heisst Ermotti, ja, das ist nicht gegen Tessiner. Nur weil Tessiner kein H kann sagen, Ermotti. Er heisst Ermotti. Herr Motti. Nein, heisst er. Herr Ermotti. Ja, ist lustig, weil der Tessiner kann keine A sagen, deswegen sage ich Ermotti, oder? Ist das lustig? Mike. Mag ich immer ein bisschen Witze mit der A. Mike, er heisst Ermotti. Jetzt. Schande. Ihr müsst ihn nicht noch unterstützen, Gott, wenn du uns noch mal. Ach, das ist doch wahr. Wir haben ja, das haben Sie vielleicht gesehen, in der letzten Sendung, ein Bild gezeigt vom italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, nackt. Und wir haben uns müssen sagen lassen, dass das nicht geht. So, wir wollen uns auch entschuldigen in dieser Form. Und uns hat man gesagt, dass selbst in Italien wird das Bild nur gezeigt mit einem schwarzen Balken. Als Wiedergutmachung wollen wir das Bild jetzt einfach nochmal zeigen mit einem schwarzen Balken. Oder das ist ganz gut. Auch noch direkt von Herrn Berlusconi noch Bescheid bekommen. Er hat gesagt, das sei ein falsches Bild gewesen, das Originalbild sei ganz anders. Arabische Diktaturen sind nicht gut für die Bevölkerung. Deshalb haben wir Tunesier und Ägypter erfunden, Demokratie. Das tut gut für Mensch und Wirtschaft. Wer hat es erfunden? Hä? Die Schweizer, Herr Bischof Berger. Wer genau? Helvetia. Demokratie? Natürlich aus der Schweiz. Und mit 26 Kantonen. Helvetia! Ja, guten Abend miteinander. Geschenktrends für Weihnachten 2010 sind ganz klar iPhone-Accessoires. Und so tun wir jetzt heute Abend selber ein Hartschalen-Cover fürs iPhone herstellen. Und zwar machen wir das aus Salzteig. Wir nehmen jetzt hier einfach mal so eine rechte Hampfle und machen das erste Mal einen Bollen. Jetzt schaffen wir hier so eine iPhone-förmige Platte raus und schauen, dass mindestens Materialdicke nicht dünner als ein Zentimeter ist. Jetzt müssen Sie von Ihrem Partner mit irgendeinem Vorwand sein iPhone organisieren. Und das drucken Sie jetzt hier in den Teig rein. Wichtig ist jetzt, dass man hier schön so Wellen rundherum aufschafft. Das ist nachher der Displayschutz. Jetzt müssen wir unten dran noch die Aussparungen machen da für den iDock-Connector. Laut- und Leisling-Taste und da oben natürlich noch für den Kopfhörer. Und schon ist der Rolling fertig. Und wir können ihn backen. Aber vergessen nicht, nehmt das iPhone vor dem Backen raus. Jetzt, wegen der Sendezeit können wir das jetzt ein bisschen abkürzen und ist schon fertig. Unterdessen ist er steinhart geworden und bietet jetzt einen absoluten Rundumschutz fürs Gerät. Jetzt müssen Sie das Telefon noch ein zweites Mal organisieren. Und für die Montage im Cover vorbereiten. Für das tun Sie jetzt hinten dran die Rückseite mit einem 80er Schmirgelpapier ein bisschen aufrauen. So. Schauen, dass es wirklich bis an den Rand rausgeht. Voilà. Jetzt leimen wir das Telefon
mit Araldit oder einem ganz normalen Weisslim hier ins Cover rein. Und denkt daran, Salzteig ist immer etwas högerig. Nehmt wirklich genug Leim. So. Schön bis an den Rand rausleimen. Und jetzt setzen wir das Telefon hier sanft ins Cover rein. Und schon hebt's. Aber denkt daran, ab dem Moment ist das Telefon simlocked. Das heisst, ihr bringt die SIM-Karte also nie mehr raus. Da rundum hat es jetzt noch so Fugen. Die tun wir jetzt mit einem handelsüblichen Bausilikon ausfugen. Voilà. Schön rundum fahren. Für eine verbesserte Autotauglichkeit und eine angenehmere Haptik kann man jetzt das gesamte Cover auch mit dem gleichen Bausilikon noch überziehen. Den Arbeitsschritt habe ich jetzt ein bisschen überhupfen, auch wegen der Sendezeit. Und ich habe vorne schon ein bisschen vorbereitet. Und so sieht es dann schlussendlich aus. Ja. Danke vielmals. Armin, komm, ich will etwas besprechen. Was ist denn jetzt schon wieder Mutter? Weißt du, was ich da habe? Der Rock. Drunter. Der BH. Noch mehr drunter. Mutter, was soll das? Eben, ich hab gewusst, dass du das nicht weißt. Hast du dich noch nie gefragt, wo die kleinen Kinder herkommen? Natürlich, ich bin doch schon längstens ich zu... Ich tu dich jetzt mal aufklären. Komm, sitz ab. Man kann bei den Kindern nie früh genug anfangen mit Aufklärung heutzutage. Ich weiss doch Bescheid. Ich bin längstens ein Erwachsener. Ja, du weisst Bescheid wegen diesen Schundheftchen, da, wo du anschaust und wo du immer in deinem Schultheck hast. Das ist erstens nicht ein Schultheck, sondern eine Mappe. Und zweitens... Pornografie ist das alles, Pornografie. Du neustest immer in meinem Zeug rum. Ich tue dir jetzt mal erklären, wie das zu und hergegangen ist, wo sich dein Vater und ich fortgepflanzt haben, bevor sich dann der Feigling auf und davon. Aber das gehört jetzt nicht an. Das wollte ich doch gar nicht wissen. Du willst das nicht wissen? Dabei habe ich dich doch nach dieser Begattungsaktion mit Schmerzen geboren. Ich tue dir jetzt mal zeigen, wie das hier zu und her gegangen ist. Also, ich bin da nicht gelegen. So. Und dann ist dein Vater auf mich hochgelegen. Und dann hat er so gemacht. Mutter, jetzt hör auf mit dem Zeug. Also gut. Also, dann erkläre ich es dir halt theoretisch. Bub, pass auf. Männer haben das Zipfli und Frauen haben das Schmutzweckli. Und wenn sie miteinander ein Kind machen, fällt nur eins. Das weiß ich doch. Was? Senf. Mein heutiger Gesprächsgast ist Fußball-Hooligan, Partyrandalierer und Krawalltourist. Er nennt sich Destroyer Fist. Herr Fist, gleich vorweg die Frage, warum diese Gewalt im Fußballstadion? Ich bin froh, dass sich hier einige Aspekte der Vorkommnisse, die Sie eben angesprochen haben, nicht nur auf der kriminalrelevanten Ebene, sondern auch als Handelnder, als Akteur in einem mikrosoziologischen Umfeld erörtern kann. Um es auf den Punkt zu bringen, Gewalt ist geil und GC-Fans sind Wichser. Sie haben die Mikrosoziologie angesprochen. Nun werden Sie mir sicher darin zustimmen, dass gemäß dem symbolischen Interaktionismus Individuum und Gesellschaft gleichsam prozesshaft miteinander verwoben sind, sich gegenseitig bedingen. Deshalb die Frage, warum Pyros? Als soziale Interaktion. Meine Brandpetarde ermöglicht es den GC-Arschlöchern, meine Perspektive, also für sie eine Fremdperspektive einzunehmen, diese zu verinnerlichen und so sich selbst aus einer Fremdperspektive zu betrachten. Hurra, hurra, Fremdperspektive ist da!
Nun determinieren ja Normen, Regeln und Werte die Handlungsweise des Menschen. Ihre Werte werden aber, wenn ich mir Ihren archaischen Kult um die Clubfahne so anschaue, gerade durch diese Flagge materialisiert. Hans-Peter Dürr, der Physiker, nicht der gleichnamige Ethnologe, hier möchte ich genau bleiben, hat es treffend gesagt, es gibt keine Materie, es gibt nur das Dazwischen. Alle Materien schwul! Deshalb also, um es etwas vulgärwissenschaftlich zu formulieren, dem Gegner einen Tritt ins Dazwischen, also zwischen die Beine. Genau. Von der ethnomethodologischen Erkenntnis her ist die Sprache sowieso unpräzise. Viel präziser ist die physische Interaktion. Sie können diese Erfahrung auch machen. Hauen Sie mir doch mal kräftig eins in die Fresse. Dieses Angebot, Herr Fist, nehme ich gerne an. Nicht aber ohne Ihnen vorher für dieses Gespräch gedankt zu haben. Der Dank ist ganz meinerseits. Scheiß Diskussion! Diskussionen sind scheiße! Olé, 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 olé! Bei den Bundesratswahlen hat ja bei uns das Volk nicht so viel zu sagen. Wir sind trotzdem hören, was das Volk zu sagen hat, und zwar im Herzen von Zürich am Limmerplatz. Was finden Sie zum Bundesrat? Wer soll man aus dem Bundesrat auswählen und wer soll bleiben oder wer soll neu einkommen? Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, die Frauen drinnen lassen auch nochmal Frauen wählen. Welche Frauen wollen Sie so drin haben? Oh, von der Schweiz. Es müssen, glaube ich, schon Schweizer sein. Ja? Leider müssen es Schweizer sein. Also meine Mutter. Wie heisst sie? Clara Straum. Schon mal gesetzt als Kandidatin. Gut. Am besten alle raus. Alle raus. Und wir zu Ihnen. Welcher von euch ist Chef? Er. Zwei sind im Bundesrat. Zwei im Bund. Ich mache das Administrative und der andere macht die grosse Schnurre. Die Jungen müssen dann. Wer dann? Ja, das ist. Ja, gut, die Jungen. Da gibt es den anderen wäre gut. Michelin gibt es eine? Die geht eben raus. Geht sie raus, okay. Jetzt wollen wir jemanden neuen haben. Galmire? Das ist die gleiche. Also, wenn Michelin rausgeht, ist ganz einfach, geht auch Galmire raus. Ja, nein. Gehen miteinander. So wie Herdöpfel und Kartoffeln. Der eine kommt immer zu uns essen. Das ist der. Oh, wie heißt der? Bundesrat kommt immer zu euch essen. Einer, ja. Wie heißt er jetzt? Willi Richard? Nein. Blucher. Er müsste hier. Ja. Aber er war ja schon mal drin. Ist egal, er darf wiederkommen. Und ich finde ihn einfach geil, auf Deutsch gesagt. Sorry. Er ist noch geil von denen. Der Mörgli. Geil. Geil. Wer ist das? Ich kenn's nicht. Der Toni Brunner. Geil. Sie sind auch geil. Oh, wieder Blocher. Nein, wieder anders. Weil wir Jungen, wir interessieren uns das nicht mehr, weil ihr könnt solche Sachen immer so auslegen, dass, wenn wir es heute ablehnen, dann wird sie zwei Jahre im Ständerat angenommen. Wenn die Amerikaner kommen und da den Finger strecken, ja, die Schweiz tut da Geld waschen, die Schweizer die Amerikaner sollen die mal selber schauen. Und was müsste da der Bundesrat machen? Ja, die sollen da, ich weiss nicht, entweder sollen die Leute in die Schule schicken. Wer hat Amerikaner in die Schule geschickt? Nein, nicht die Amerikaner, die auch in der Bundesrat sind. Die, vor allem die Frauen. Was findest du, wer soll im Bundesrat? Ich hoffe, ihr schneidet da gewisse Sachen raus, gell, besser gut. Vielen Dank. Ja, das geht zusammen, aber ich meine, früher oder später. Ja. Nur schon einfach wieder auf dem Plakat ist, wähle ich so einen Knallfrosch sicher nicht. Sie schauen das überhaupt nicht an. Sie schauen den Bundesrat nicht an? Nein, ich schaue es nicht an. Und Sie haben doch sicher eine Meinung zum Bundesrat? Ich komme gar nicht raus, also ich schaue es auch nicht. Aber Sie schauen den Bundesrat nicht, aber Sie wissen, was der Bundesrat ist? Nein. Was würden Sie jetzt denken, was könnte das sein, der Bundesrat? Abwahlen da. Wie heissen die Leute, die dort drin sind? Ich weiss es. Bundes.
Bundesrät. Die Leute wissen gar nicht, wer sie. Wer sie, blöd gesagt. Oder? Ich bin fast sicher, ihr habt keinen einzigen Bundesrat, der Alphorn blasen kann. Wir könnten ja Konkordanz ja auch mal künstlerisch anschauen. Wenn man ihm gut zuredet, dann würde sich der Papa sicher aufstellen als Bundesratskandidat. Dann könnte er hier eben nachher rutschen, oder? Bitte, bitte, bitte. Ja! Und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ich kandidiere jetzt auch. Ich bin eigentlich schon lange, seit 40 Jahren, Personal ja, gut, in dieser Partei. Aber jetzt müsste es einen nehmen, der schon mal zurückgetreten ist. Das wäre ja, wie wenn man den Blocher noch mal im Bundesrat wählen würde. Also, sie haben also ja wenn das ein Versprechen wäre, dass er nie mehr mit der Politik käme, würde ich meine Kandidatur auch zurückziehen. Okay. Hey, das ist ja ein Angebot. Jetzt sind wir hier in Zürich. Ich hatte das letzte Mal so Freude gehabt, als ich da war, dass der SCB Meister wurde und Zürich nicht. Ist aber schon lange her. Ja. Jetzt habt ihr uns aus dem Göpp rausgefallen, jetzt habt ihr uns noch die Meisterschaft versichert, macht noch so weiter. Dann müsst ihr am Schluss noch zu uns kommen, ins Stadion spielen, weil ihr selber keinen seid. Du spielst Schnurren gegen. Das ist eine Welturaufführung. Für mich ja. Also, hey. Also gut. Und ein Applaus für unser kleines Orchester und unseren kleinen Chor. Der Stefan Eicher singt «Meine Frau». Dritta, ich mache Dritta. Darum singe ich etwas höher. Es gibt eine Note, die ich nicht verwünsche, aber für heute Abend mache ich die Note auch für euch. Wieder da, wieder gut, wieder wie wenn nichts weg war. Als vergessen, als vergeben, als erohnt, als vorbei. Wieder nöch, wieder lieb, wieder immer miteinander. Wie früher alles schön, wieder immer Hand in Hand. Sieh als wär nicht schön, sieh als wär nicht schön. Nur ganz weit unten, bei der kleinen Wunde, tut noch etwas weh. Sieh als wär nicht schön. Sieh als wär nichts schön. Nur mal ganz weit unten, in der kleinen Wunde, tut noch etwas weh. Nur mal ganz weit unten, in der kleinen Wunde, tut noch etwas weh.